So, da sind wir wieder. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Am Space Marine. Diesmal I Am Dark Angel, aber sogar nicht I Am, sondern We Are Dark Angels, weil der Money mit dabei ist. Moin Moin. Und ja, zu diesem Zeitpunkt habt ihr auf jeden Fall schon I Am Blood Angel gesehen, wo ich mit dem Assault Marine die ganze Zeit wie so ein Irren da rumrenne oder durch die Luft fliege. Möglicherweise habt ihr schon Imperial Fist gesehen, kann aber auch sein, dass ihr es noch nicht gesehen habt, dann kommt das noch. Heute auf jeden Fall alles unter dem Thema Dark Angels. Zum einen, weil ich euch da ein bisschen was vom Hintergrund erzählen kann, zum anderen, weil wir die hier tatsächlich ganz gut darstellen können. Die gibt es nicht als Rüstungssätze der Orden, also man kann die nicht hier als DLC oder so haben, aber wir haben da schon was vorbereitet und uns ein bisschen was ausgerüstet. Der Money startet heute mal als Sergeant mit Energieschwert-Plasma-Pistole und natürlich ist er dann halt ein Sprungmarine. Ich werde erstmal einen taktischen nehmen. Da habe ich natürlich einen Plasmawerfer als Standardwaffe, wobei das ja schon eigentlich Spezialwaffe ist im Squad, und normalen Bolter. Ja, weil ihr wisst das ja, Dark Angels ja alles immer hier so auf Plasma und so. Wenn er da hier die alte Dingsbox, wo die Dark Angels drin waren, die Grundbox mit den Bikes und so, da hatte er ja alles Plasma. Ne? Also von den drei Bikern hatte einer Plasma, von dem 10er-Trupp, da war als Spezialwaffe Plasma dabei, als schwere Waffe Plasma, Kanone dabei, alles auf Plasma. Super geil. Und genauso machen wir das hier auch. Ja, zum Hintergrund, wir spielen natürlich wieder dann die normalen Space Marines, also kein Chaos. Chaos müssen wir demnächst auch mal machen. Es gibt ja Leute, die sagen, Dark Angels, das wäre ja irgendwie Chaos, aber das stimmt nicht. Mal hier zur Rekapitulation, ne? Große Bruderkrieg, so und so. Und da war das ja so, dass die eine Hälfte der Space Marines quasi loyal geblieben sind, die anderen sind Verräter geworden, wenn man so will. Und die Dark Angels sind loyal geblieben, aber die hatten halt Verräter in ihren Reihen. Und die jagen die ja immer die ganze Zeit und so und die Gefallenen werden gejagt und bla bla. Und genauso ist das hier halt auch quasi. Ich guck mal, ob das mit der Einladung geht. Habe ich mal gesendet, aber ich glaube, ich bin selber noch gar nicht richtig online hier. Naja, mal gucken, ob der Money hier gleich reinkommt. Jetzt kann ich. Normalerweise müsste ich ja hier einen Terminator-Sergeant spielen, damit wäre ich ja auch automatisch im inneren Zirkel und halt ein Jäger, der gefallen und so. Und das wäre ja genau meine Rolle, so wie das halt in dem Spacehawk-Spiel war. Geht hier aber nicht, deswegen haben wir es umgedreht. Ich bin hier nur der normale Karl Arsch und Money ist halt hier der Chef. Und es kommt hinzu, beim Dark Angels ist ja eigentlich so super geil, eben mit Deathwing, das sind die Terminatoren in hell oder in so Knochenfarben. Der Ravenwing, die Bikes, die schwarzen und die normalen, ist halt der Greenwing gerne mal genannt. Oder halt, ich glaube, da steht auf Seite 76 im Codex, die ganz normalen Spasten. Und die spielen wir halt heute. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das exakt so da drin steht. Genau wie mit dem Plasma, da steht da auch so drin. Da steht drin, wenn man Dark Angels spielt, muss man eben mal alles auf Plasma machen. Und deswegen machen wir das jetzt. Wir haben uns heute vorgenommen, jetzt einfach einen Exterminatus zu suchen. Vielleicht, ich klicke einfach mal auf Suche starten, klassisch. Wenn wir früh einsetzen oder das Glück haben, dass wir von Anfang an spielen, dann zocken wir jetzt einfach mal so. Und belassen es dann bei einer Partie oder so. Wenn wir jetzt gleich in irgendein Spiel kommen sollten, wo wir irgendwie direkt in Welle 17 sind und dann direkt down gehen, dann gucken wir mal, was wir machen. Hier sieht es aber gerade so aus, als würde ein neues Match gestartet. Nur ihr seht, wir haben noch keinen dritten dabei. Und ich habe das in ungefähr jeder Folge ja bisher gesagt. Exterminator startet leider erst, wenn man drei oder mehr ist. Hinterher ist egal, da können auch Leute rausgehen, dann läuft das trotzdem weiter. Aber man muss erstmal mindestens zu dritt sein. Deswegen, wir warten mal einen Moment und gucken mal, ob jemand kommt. Ich hatte bei den letzten Malen immer Glück. Da waren irgendwie immer Leute online. Ich habe auch in den Kommentaren zum Blood Angel Video gesehen, einer hat sich das Game ja gekauft für echt scheiß viel Geld. Das ist echt immer noch irgendwie teuer, aber schon direkt mit allen DLCs natürlich und so. Und ein anderer hier, der Dirty Dave, der hat das glaube ich sowieso. Und ne, du hattest ja damals auch hier mit Space Hulk gespielt, meine ich. Deswegen, wie ich das schon so oft gesagt habe, wäre halt voll geil, wenn wir das mal hinkriegen würden, zu dritt oder zu viert zu spielen. Das Video hier ist wieder aufgenommen, wird hochgeladen, aber vielleicht haben wir es ja irgendwann mal so, dass wir dann uns verabreden oder wir das hier als Livestream machen und wenn da zufällig gerade einer online ist, der da auch Bock drauf hat, kann der ja dazukommen oder so. Und dann, ich sag ja immer, ne, hier als Vierer-Team mal richtig alles kaputt machen, wäre schon geil.
Naja, aber hier, jetzt warten wir erstmal, ob hier noch einer kommt. Oh, guck mal da, ein Stufe 1 Spieler. Das kann nur gut werden. Blind Duck. Und ja, wir werden das mal machen. Ich folge natürlich meinem Sergeant. Ich nehme den taktischen. Den seht ihr jetzt gleich im Spiel. Dann seht ihr auch einmal den Money. Und ja, sind natürlich ein bisschen rausgeputzt, ne? Geile Rüstung an und so. Sind ja nicht irgendwelche Dark Angels, sondern richtig geile Typen. Ist ja klar. Jetzt hier ja. Kann ich ihn auswählen, ne? Ja, genau. Genau, so, und ich bin nämlich, den hatte ich mir gerade gemacht, genau, mit Plasmawerfer als erstes. So, da ist der Money, der Sergeant. Meine Fresse, ey, voll dekoriert hier alle. Ja, Sergeant, Junge. Ja, dann machen wir doch mal alles kaputt. So, ich hatte ja gesagt, ich folge meinem Sergeant, habe ich jetzt schon direkt nicht gemacht. Okay, da so. Ja, einfach so gestartet wie immer, weißt du, irgendwo hingeballert, scheißegal. Ja, das leitet ja auch in diesem Spiel. Okay, aber ansonsten, wenn wir zum Beispiel Punkte haben oder so, dann kannst du ja ansagen, jetzt am Anfang, das verteilt sich hier auch noch so alles. Ja, fein ausgerechnet dieses Ding hier, ne? Ja, aber ich guck mal, dass ich dich da immer mal im Blick hab und wenn du da drin rumhackst, dass ich dich dann da supporte. Hier ist Munition. Ist auch gar nicht schlecht. Ich meine, ich habe jetzt zwar noch für einen Bolter, aber ich bleib natürlich, solange es geht, auf Plasma. Man weiß, dass ja hier diese kleinen Grots sind echt harte Gegner. Ah, die Mobilität mit dem... Anfangs geht das echt noch hier mit dem ja. Jumper, ne? Ich finde, das nächste geht auch noch, also bis Level 10, aber dann fängt das an, wo das echt hart wird. Ja. Ja, sieht schon ganz geil aus, sein Typ. Uhu, da bin ich. Hast wahrscheinlich noch nicht einmal deine Pistole abgefeuert, ne? Doch, das. Doch, hat ich auch schon. Ja, und das meine ich da. Wenn er da unten so drin ist, dann halt supporten und da reinballern. Das ist jetzt am Anfang noch alles völlig egal. Aber ich glaube auch hier in wahrscheinlich Welle 5 oder so kommt erste Mal Orc-Boss. Aber der die leichten mit den Knarren einfach. Aber ich habe fast keine Plasma-Munition mehr. Hier ist auch keine Munition. Okay, Plasma alle, dann schwenken wir mal auf den Bolter. Ja, Plasma geht schon besser. An dieser Bodycheck ist so geil. Den kann ich. Ah ne, kann ich nicht. Geht nur echt mit dem Sprungmodul. Los, Made, hoch aufs Deck. Ja, jawohl, Sergeant. Ja, guck mal, jetzt müssen wir den Punkt da hinten schon heilen. Hier kommen jetzt gleich aber die ganzen Gegner. Ich hätte ja schon mal gerne noch Munition. Reden die Space Marines eigentlich in einer besonderen Art und Weise miteinander oder sagen die, hey super, Klaus, komm mal rüber? Also, das ist ja zum einen so, dass die teilweise neue Namen kriegen. Also, wenn die ja hier als Space Marine bisher irgendwie auf so einer normalen Dingswelt irgendwas geboren in der Regel und dann irgendwann eingesammelt, so, wenn du so ein aussichtsreicher... Oh, hier ist noch einer reingekommen. Wenn du so ein aussichtsreicher irgendwas Kandidat bist. Okay.
Und dann geht das halt los mit diesen ganzen Modifikationen und bla und weiß ich nicht. Und in diesem ganzen Initiationsritus oder so, scheiße, Munition ist leer. Ah, ich habe ja noch eine Pistole. In diesem ganzen Ritus ist das dann so, dass du, meine ich, da auch einen neuen Namen kriegst. Das kann aber auch sein, dass das von Orden zu Orden unterschiedlich ist. Okay. Ich glaube, in der Regel ist das so, dass du den Namen verlierst und vergisst, damit du nicht mehr irgendwie ja, verbunden bist mit dieser alten Vergangenheit, weil du bist ja halt hier Krieger des Imperators und so. Und sollst dich davon nichts stören, beeinflussen lassen. Aber ich meine, es gibt auch irgendeinen Orden, wo die das extra genau nicht machen. Sondern eben das so bewahren und bla. Also aber die heißen Klaus, Dieter, ja, genau. Cäsar, Nero. So. Ja. Genau, das ist meistens angepasst. Also bei den Ultramarines hast du dann, da ist Munition, aber die snackt der Typ sich da natürlich schon. Bei den Ultramarines zum Beispiel, da hast du tatsächlich viel so mit diesen römischen Namen. Das ist ja auch alles so legionsmäßig aufgebaut und so. Und sind die blauen, ne? Genau. Und bei den Dark Angels hast du viel so, ja, so englisch klingende Namen. Also ich meine hier so, ne, der Anführer da, Lionel Johnson oder so. Ja. Das halt, geht halt in so eine Richtung, genau. Also das ist halt schon, bei den Space Wolves ist alles so ein bisschen Wikinger-mäßig. Na, jetzt habe ich halt noch mein Sägezahnmesser hier. Ja, der Typ hier neben mir hat offensichtlich dasselbe Problem. Der hackt auch nur noch mit dem blöden Messer. Ah doch, ich kann doch rammen. Also mit der Schulter. Aber trotzdem sieht das beim Sprungmodul geiler aus. Gib die Muni, jawohl. Ich hab Muni. Geil, hier ist noch mehr Muni. Oh, ich bin tot. Fuck. Gar nicht drauf geachtet. Entziehst du dich dem Krieg, oder was? Ja, ich dachte nur, weißt du, wenn wir da unten schon Lebensanzeige voll haben, dann kann ich das ja auch mal verwenden hier, ne? Hm. Ach, das lädt sich auch, glaube ich, wieder auf, ne? Ja, 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 mit den Punkten, die wir hier quasi machen. Ah, da müssen wir ja schon wieder einen Punkt einnehmen. Ich gehe mal dahin zu dem oberen hier. Ist der Scheiß auch im Kreis gelaufen, oder was? Hier ist Munition. Ups, da unten. Okay. Komm ich doch mal da runter. Xenos vernichtet. Wo ist die Munition? Weg, oder was? Ich hab sie nicht gesehen, aber okay. Die anderen, oh, keine Ahnung. Aber hier kannst du direkt einhalten. Ist hier eigentlich Friendly Fire an? Ich glaub nicht, nee. Aber es gibt irgendwie ja immer, oh fuck, ich bin schon wieder fast down. Krass. Aber es gibt immer so ein paar Waffen, die irgendwie Schaden machen. Also Plasma zum Beispiel, meine ich, wenn es explodiert, macht immer Schaden. Hm. Ja, ich habe das Gefühl gehabt, so ein bisschen Friendly Fire von einem bekommen zu haben. Und das hat auf jeden Fall was mit der Energieanzeige gemacht, also rumgeblinkt oder so. Hey, wir müssen da hinten diesen einen Punkt da einnehmen. Hier, das ist ein Boss. Munition. Los, aufs Deck. Bei dem Punkt oder? Ja, ich bin bei dem Boss. Boss ist tot. Ja, ich bin jetzt hier bei. Achso, da unten. B. Ja, okay, komme ich da hin.
keine Munition mehr. Auch hier letzte Welle, also wenn wir den Punkt hier haben, dann ist sowieso quasi geschafft, weil dann gehen diese Türme an. Mal eben die Granate da. Jo, Punkt haben wir. Sehr gut. Welchen Knopf soll man Granate werfen? Q. Ach ja, für Granaten, genau. Ja. The Grenade. Ich geh mal da hinten zu dem Punkt, wo unsere Mitstreiter sind. Ja, ich bin auch gerade da. Okay, haben wir schon. Ja, dann gehen, glaube ich, jetzt die Tür mal an, oder ist noch ein Punkt? Mal, die Orks sind in die Flucht geschlagen, haben alle keinen Bock mehr. Oder ist irgendwo noch einer, der da rumhängt oder so? Bestimmt. Manchmal ist das ja so, ne? Die Leichen gehen auch nicht weg, ne? Ja, das kann sein, dass die immer erst weggehen, wenn so und so viele gekillt sind oder so. Okay, aber das scheint ja jetzt hier tatsächlich irgendwie verbuggt zu sein. Das ist ja eigenartig. Ich glaube, das hatten wir noch nie, oder? Nee. Ah, hier war... Da war gerade ein Sound. Tja. Also hier war gerade so ein komischer Ork-Sound. Ja, vielleicht hängt hier echt irgendwo irgendwas zwischen fest oder so. Tja. Tja, dann würde ich doch fast sagen, probieren wir es nochmal neu, wa? Okay, ich mach mal Match beenden, ne? Ja. Das ist ja krass, hat man tatsächlich irgendwie noch nicht. Okay, also Exterminatus. Freunde einladen. Ich weiß gar nicht, also wenn man Privatlobby macht, dann kann man auch die Karte einstellen und so, aber ich glaube, hier geht halt einfach nur, ja, Suche starten. Okay, geil. Okay. Wir können gleich mal gucken, wenn der nicht direkt startet, ob, boah, nicht, dass wir jetzt in das Spiel kommen, wo die beiden noch drin sind, so höre. Kann sein. Obwohl, ne, wir brauchen ja einen dritten, damit es startet. Ja, ja, aber das kann sein, dass der uns in das Spiel reinsetzt, weißt du, was schon läuft. So, ja, gefundene Matches sind potenzielles Match, ne? Könnte sein. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal von Welle 1 anstarten sollten, dann werde ich, oh ja, hier auf jeden Fall andere Arena. Ah, die ist geil. Die ist gut. Ja, dann würde ich dir vielleicht in den ersten Wellen doch auch als Sprungtyp folgen. Mit normal, geiler Name. Schwarz. Was ist denn als Devastor? Ja, oder als Devastor könnte man auch machen. Schön mit Plasmakanone. Ja. Ist auf der Map sogar ziemlich geil, weil die so offen ist. Jo, mach ich das. Was mit dir? Bleibst du bei der Sergeant-Ausrüstung oder machst du was anderes?
Nö, nö, nö. Also auf der Karte lohnt sich das. Ja. Als taktischer ist das da ein bisschen blöd, weil er so viel laufen muss. Ja. Oder man nimmt natürlich einen mit einem Scharfschützengewehr. Geht natürlich aber nicht, weil es ja kein Plasma. Ja, genau, sowas machen wir hier nicht. Da Scharfschützen, nee, nee, nee. Genau. Was macht denn hier die den Orden so besonders eigentlich? Naja, das, was ich gesagt habe. Also zum einen, dass die so ein bisschen zerrissen sind mit ihrem Problem der Gefallenen und dass die... Es gibt bei den Space Marines ja so ein Codex Astartes, wo so alles genau drinsteht, was man machen muss und wie das alles abzulaufen hat. Da ist dann zum Beispiel definiert, wer wie ausgerüstet ist und was weiß ich, sowas alles. Und da muss man sich eigentlich dran halten, aber die Dark Angels weichen davon ab. Die haben zum Beispiel auch anders organisiert da mit ihren vielen Bikes, also mit dem Ravenwing-Zeug. Plasma-Kanone macht aber mal richtig fett Damage. Ne? Oh, da muss ich aber aufpassen dann, ne? Eventuell, ja. Wenn du dann da reinballerst. Naja, also die sind in ihrer Struktur halt ein bisschen anders, ne? Dadurch, dass die diesen, ja, wie so eine eigene Terminator-Kompanie quasi da drin haben, die anders organisiert ist, dann haben die ihre Bikes. Und ja, das ist alles so ein bisschen anders bei denen. Das ist halt nicht so Standard. Und bei denen ist halt auch anders, weil eigentlich... Munition. Eigentlich sind alle alle Orden ja hier so ja, so oberstes Ding ist so das zu machen, was der Imperator quasi sagt oder was so im Sinne des Imperiums ist. Und bei denen ist aber, wenn es darum geht, irgendwelche Gefallene zu jagen, also wenn die irgendwie Informationen gekriegt haben, ja, auf Planet sowieso ist möglicherweise ein gefallener Bruder oder so, dann stellen die das vor alles andere und jagen da halt. Und die Gefallenen sind dann halt Chaos Marines. Genau, das sind im Prinzip auch Dark Angels, aber eben welche, die vor dann, keine Ahnung, 10.000 Jahren oder so, also eben so bei 30.000, wo so Horus Heresy Bruderkrieg und so ist, wo die quasi, übrigens sehe ich gerade, dass der Schwarz hier auch ein Dark Angel ist, das ist natürlich mega geil. Jo, stimmt. Ja, das ist cool, aber er hat eine Axt, das ist natürlich nicht so geil, aber naja. Und ein Deuter. Ja, und wo war ich mit den Gefallenen, was die genau. Besonderheit ist? Ja, also das unterscheidet die halt auf jeden Fall. Genau wohl auch wie mit den Missionen, also dass die dann irgendwelche Einsätze teilweise, guck mal, Ronald Reagan spielt auch mit. Dass sie dann irgendwie Einsätze machen, so von wegen, ja, ja, wir müssen da und da hin, weil das ist ja hier Imperiums treuer Planet, den müssen wir unterstützen, aber in Wirklichkeit geht es ihnen nur darum, die Gefallenen zu haben. Ah ja, genau, und Gefallene, wie gesagt, Dark Angels, die quasi, wo die Horus Heresy war, abtrünnig geworden sind oder gesagt haben, nee, das ist alles scheiße so, wir machen unser eigenes Ding und das ist der wahre Weg und bla, so halt. Also sind die unter den Space Marines sogar quasi, dass die andere Space Marines killen oder was? Ja, ich denke schon. Wobei das halt mit den Gefallenen immer so eine Sache ist. Da weiß ich aber auch nicht genau, wie das so von dem Fluff von der Hintergrundstory ist, weil zum Beispiel bei dem neueren Battlefleet Gothic hier, was auch als Computerspiel ist, da kann man, da spielt man quasi, Munition. Wenn man die Imperiumskampagne macht und Imperium treu spielt, hat man irgendwann die Option, auch so einem gefallenen Dark Angel zu helfen. Und ich sag mal, das ist jetzt nicht wirklich Chaos, was der da erzählt. Also, das ist natürlich auch hier, wenn du das machst, dann gehen die alle auf... Achso, hier Spoiler-Alarm, falls irgendeiner die Story da noch nicht kennt und so, weil das Spiel ist ja noch relativ neu. Ich habe Munition... Also, Munition ist mit dem Ding hier kein Problem. Munition ist hier auch nochmal. Naja, auf jeden Fall ist das da so, dass man sich so entscheiden muss, ob man quasi den loyalen Dark Angels folgt oder ob man diesem Gefallenen folgt. Und dieser Gefallene... das ist jetzt nicht irgendeine Scheiße, die der labert, sondern das hört sich eigentlich alles ganz gut an. Man denkt so, jo, stimmt, dann machen wir das halt. Oh, Waffe überhitzt und ich bin fast down. Nein, ich will nicht down gehen. Wo bist du denn? Ja, an dem Punkt. Jetzt musst du mal ein bisschen laufen. Okay, jetzt lädt Energie und Schild wieder auf. Das ist halt das Problem an diesem stählernen Stern. Man hält zwar wesentlich mehr aus, aber wenn irgendwann mal die Energie weg ist, dann ist schlecht.
Hier ist Munition hinter dir. Ja, wir müssen schon diesen Punkt einnehmen. Blöd, dass die Teammates nicht mitmachen, weil ich meine, wenn wir einen Punkt nicht haben, dann ist halt verloren. Er sagt hier Orks voraus und der Typ steht direkt vor mir. Boah, Alter, ich bin schon wieder tot. Aber oh, Ronald Reagan ist jetzt da. Scherge des Chaos. Mit Chaos ist ja sowieso so. Also die klassischen Chaos Space Marines, da ist das ja bei denen auch teilweise so, dass die halt wirklich schon da seit 10.000 Jahren leben und bla, weil Warp und was weiß ich. Aber es gibt da auch so Abstufungen, wo, also es gab zum Beispiel so eine Romanreihe, wo man dann denkt, ja, die sind nicht wirklich böse. Also die machen auch gutes Zeug und handeln eigentlich im Sinne des Imperiums, aber unterstehen denen halt nicht oder sind irgendwie mutiert und das geht natürlich dann gar nicht, ne, weil das ist ja hier Frevelei, die müssen ja direkt vernichtet werden. Ah, diese Plasmakanone ist jetzt schon gar nicht so kacke. Ja, vielleicht nimmt der Ronald Reagan ja in der nächsten Map auch noch ein Dark Angel Outfit, dann wird das natürlich super geil passen. Kann man ja nicht schätzen, nee, ne? Doch, irgendwie schon, aber ich glaube nicht mit C, weil das wäre ja Quatsch. Ah, der Ronald Reagan, der zieht voll viele Leute dahin. Mm. Also grüne Menschen vor allem. Ich muss mal gucken, wo der steht, wie ich da hinkomme. Steht hier auf diesem Ding da drauf. Das ist bestimmt wieder so eine Cheater-Stelle. Oder Skill-Stelle, je nachdem. Ja. Macht ihr das denn jetzt Schaden, wenn ich mit dem Plasma einmal da reinhalte? Nee. Okay, geil. Dann waren das vielleicht für den Gegner. Was auch sein kann, ich kann diese Waffe hier so überladen, dass der dann quasi so eine fette Plasma-Kanone schießt, dass das dann macht. Ja. Das ist aber eine gute Kombi mit den Devastoren und den beiden Schnetzeltypen hier, ne? Munition leuchtet direkt vorne noch. Ja, auch von der Bewaffnung. Also die Plasmakanone, die frisst echt nicht so viel Munition. Ich meine, ich habe auch wieder das mit doppelter Munition hier, aber das geht eigentlich. Ah, der Punkt hier ist natürlich auch wieder ganz geil. Ah, okay, also der Punkt ist nicht ganz ideal, weil jetzt sind hier ständig Granaten hingeflogen. Oder man muss also sich noch weiter hochstellen, so wie er da steht. Plasma killt auf jeden Fall das Schild. Wenn das eine Plasma-Explosion ist.
echt immer nur irgendwie 3 Schuss abgeben, dann muss das Ding schon wieder luften. Aber dafür mit einem Treffer machst du auch direkt mehrere weg. Ach, ich hänge irgendwie fest. Ne, das bin ich. Ist auch grün, aber... Boah, krass. Tot. 2 Bosse direkt auf mir gespawnt. Ich weiß, was daneben. Was für ein Fieder. 3 Tode schon. Aber trotzdem am Platz 1. Noch. Jetzt gleich werde ich vom Manni überholt. Ja, da ist er erster. Eieiei. Hack and Slay, Hack and Slay. Aber Ronald Reagan, der gibt auch Kette, wa? Oh, da hat's mich auch was erwischt. Oh, und wieder tot. Alter, der hält echt nicht viel aus hier. Dark Angels sind nicht sehr widerstandsfähig, scheint es. Also zumindest dieser spezielle hier nicht. Schnell noch den Boss umkloppen. Ja, ich meine, hier noch easy game. Ist jetzt eh quasi geschafft. Xenos vernichtet. Ah, gleich dann, wa? Ja, nur, dass ich dabei halt 4 Tode hab. Ja, krass, und dabei, das ja eher so als Sprungtyp da ein bisschen blöd, ne? Hier. Fuck! Naja, okay, mal gucken. Jetzt wird's halt interessanter, ja? Hoffentlich macht er jetzt hier einen auf Dark Angel. Das wäre echt cool. So, in der nächsten Arena einsetzen. Ja, ich spiele natürlich weiter als Devastor, weil das ist doch ganz gut. Oh, das ist recht hart hier, die Arena. Ich nehme den... Oh, stimmt. Okay, der Schwarz hat jetzt auch einen Devastor genommen. Plasma ist jetzt natürlich mal gar nicht hier so schlecht, weil das gleich gegen die fetteren Typen, also mit der ganzen Rüstung und so, richtig gut ist. Okay, der Ronald Reagan ist weiterhin Blood Angel, jetzt als Sturmmarine, aber der hat den Hammer dabei, das ist natürlich ganz gut. So ist das hier schon ganz geil als Team, weil guck mal, alle sind hier. Oh, hinter uns Orks. Na, hier kommen jetzt die ersten mit Schilde und so. Da ist es natürlich dann mit Plasma. Volle Munition? Ja, ich nicht ganz, aber ist okay, also hab nicht viel verbraucht. Ich
Ach ja, man kann das ziehen hier, ne? Muss man gleich aufpassen, wenn die von den anderen Stellen kommen. Jetzt kommen sie auch hier hoch. Herausforderung 15 Nahkampf fehlt, sehr gut. Das. Da hinten liegt Munition, ich guck mal, ob ich die krieg. Ja. Oh Gott, viele Orks. Okay, der Ronald ist tot. Brauche auch Munition. Okay, ich habe jetzt wieder alles voll. Das ist ganz gut. Aber da lag jetzt auch einiges. Ich komme aber wieder nach da vorne auf die Startposition, weil das eigentlich ganz gut gefunzt hat. Ja. Da schießt er mir eine Rakete in den Rücken, ist der doof. Okay, also wieder rein zurück. Geil wäre, wenn er sich so nochmal hinknien könnte, ne? Ja, der Devastor geht ja, also der hier nicht, aber der mit dem schweren Bolter geht ja zumindest in so eine Stance so ein bisschen. Halt geil, wenn der hier auch irgendwie was machen würde, oder? Jetzt müssen wir zum Punkt. Schaden gerade. Ja, tot. Ah, Boss. Okay, also die Ork-Bosse, wenn man die nicht wegmacht, die mit den Knarren, rechts und links steht nämlich einer. Ja, jetzt killen sie hier den Schwarz wahrscheinlich auch noch. Die machen echt hohen Schaden. Okay, Boss ist weg. Ja, sonst lauf eine Runde oder so. Na, ich habe jetzt auch nicht so viel. So ein Boss frisst aber richtig viel Plasma. Jo. Keine Muni mehr, keine Muni. Yes, baby. So, jetzt geht's hier ab. Ihr scheiß Mann. Jo, wir müssen auf den Punkt. Sonst haben wir verloren. Ja. Kommen wir nicht weg. Komm, Verlängerung, komm. Verlassen Sie nicht den Punkt. Ich bin tot. Ja, Niederlage. Niederlage. Nein, ich bin nicht tot, aber nicht zum Punkt gekommen. Ah, ja, richtig schlecht. Ja. Lassen wir mal auf Ja, weil dann spielen wir hier direkt nämlich nochmal. Ja. Einer hat keinen Bock mehr. Weil die Arena ist eigentlich geil, nur man muss halt echt gucken, dass man diesen scheiß Punkt erhält. Ja. Aber ich bin echt positiv überrascht von dem Plasma-Gewehr. Ja, das futzt ganz gut, ne? Mhm. Und die Plasmakanone hier auch, also schon ziemlich geil. Ist halt nur ein bisschen immobil, ne? Ja. Ja, und du kannst halt nicht so viel nacheinander machen. Also du hast immer nur da so ein paar Schuss. Noch mehr Alter, wieso bin ich denn tot? Ach, ich glaube, ich habe mich jetzt selbst gekillt am Plasma.
könnte ich mir vorstellen. Ah, okay, der eine Typ ist rausgegangen. Ja, und jetzt ist auch schlecht mit Leben. Oh. Ja, ordentlich Gegner, ne? Voll schon kein Leben, das ist super. Naja, läuft nicht so, ne? Nee. Vielleicht verfolgen wir irgendwie die falsche Taktik oder so. Vielleicht müssen wir dann doch etwas mit Leader sein oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, dann nehme ich den. Obwohl ich auch noch den Devastator so quatsch, ne? Ja. Ach, mach ich wieder Hacking Slay. Obwohl, das wird dann hier ein bisschen härter. Kann ich spawnen? Ja, haben keine Leben im Moment. Ja, ja. Aber jetzt gleich wieder. Aber die Klasse kann ich jetzt nicht auswählen. Nee, die kannst du irgendwie im Game, glaube ich, nicht verändern, also zwischen den Wellen. Da bin ich wieder. Der andere hier ist jetzt aber down gegangen. Also sind auch noch zu dritt, ne? Hm, er schlaft, wenn er nicht mehr da. Er ist halt, weil wir keine Leben haben, ne? Okay, wenn ich das Plasma direkt vor meiner Fresse zünde, also wenn einer direkt vor mir steht und ich schieße, dann mache ich mir ordentlich Schaden. Ich glaube, daran bin ich vorhin ein, zweimal verreckt. Ja, ich muss mal eben ein Stück laufen. Ja. Bis zum letzten Mann. Verteidige deinen Sergeant. Obwohl, ich sag mal, wenn jetzt dann so viele kommt, dann ist eigentlich der schwere Bolter ein bisschen geiler, ne? Der Melter, ne? Ja, der überhitzt ja auch irgendwann, aber geht dann schon ganz gut ab damit, ja. Bist du wieder eingesetzt oder ein anderer? Nee. Du bist alleine. Achso, nee, weil oben noch ein taktischer angezeigt wird, in dem. Nee, da hinten, Symion, im Devastor. Okay. Ist wahrscheinlich, weil der neu reingekommen ist. Ja, aber so jetzt hier, also wie sollen wir da jetzt den Punkt halten? Das war ja gerade zu viert schon krass. Ja, einfach einer links, einer rechts drin stellen und dann fertig machen. Von hinten.
Ja. Wieder der Boss und ich bin... Ah, nee, doch noch nicht down. Aber der andere. Okay, ich auch. Tja, nicht sehr erfolgreich, die Dark Angels. Jetzt ist die Frage, machen wir noch oder... Also ja, ich würde einen Neustart aber auf jeden Fall, ne? Weil das ist ja irgendwie, lübt das ja nicht. Okay. Ah. Tja, ich meine mal gucken, wenn wir jetzt hier trotzdem drin bleiben, weil zwei auf Ja sind, dann machen wir es halt hier nochmal und wenn nicht geht, dann halt Pech. Vielleicht war der Rote auch ein Verräter. Bestimmt. Ich meine, mit Roten so stimmt ja eh immer irgendwas nicht. Das war ein bisschen, Junge. Ja. Naja, auf jeden Fall, ihr habt das ja vielleicht gesehen. Ah, okay, geil, ist von neu. Also ihr Zuschauer hier, Achso, warte mal. Ich kann den jetzt ja mal hier eben schreiben. So. hier für die Zuschauer, ich weiß nicht genau, wie erfolgreich jetzt die anderen Videos waren, aber mit, als Blood Angel ging das eigentlich ziemlich gut ab, aber da war das Problem, ich hatte den ja so gespielt, dass der quasi so Vollstandard ist, also nur Kettenschwert, Boltpistole und ging ja ganz gut, aber eben wie das so ist mit dem Kettenschwert, hinterher halt nicht mehr, weil da machst du nicht mehr so viel mit. Da musst du halt unheimlich aufpassen. Na guck mal, All Dark Angels, das ist ja eine recht lang, okay. Naja, mal gucken, ob der Symion mitmacht. Wäre ja cool. Ja. Ja, mit dem schweren Bolter, also als Imperial Fist, hatte ich mit dem schweren Bolter gespielt, weil das da halt so gut zupasst. Und, okay, Symion ist... Nee, was ist das hier für ein Dings? Devastor. Ja, ist ein Devastor, aber ich glaube Iron Hand oder nee, mit dem Totenkopf. Oh Gott, welche sind das denn? Ich weiß es nicht. Wie viele Clans gibt es eigentlich oder Orden? Unheimlich viel. Also es gibt von den großen Orden oder da eben diese sogenannten da der ersten Gründung, da gibt es, meine ich, 10. Also eigentlich 20, aber nur noch irgendwie, ich meine, 10 Loyale. Und dann gibt es halt die ganzen Nachfolgeorden. Und deswegen sind viele, also zum Beispiel hier Dark Angels, Ultramarines, Blood Angels, das sind alles erste Orden. Und dann gibt es Nachfolgeorden, die immer so ähnlich sind wie die. Und so sich dann halt, also wie die jeweiligen. Also zum Beispiel von Dark Angels gibt es dann Nachfolgeorden, von Ultramarines gibt es einen. Und die sind dann immer recht ähnlich. Also ein Ultramarine-Nachfolgeorden ist zum Beispiel Howling Griffins und die sind auch so alles voll auf edel und bla und wir müssen ja die Menschheit schützen und was weiß ich so halt. Und bei den Dark Angel-Nachfolgeorden ist das halt so, dass die alle irgendwie miteinander verbunden sind und halt. Sich einig sind, dass die Jagd vorgeht und so was. Okay. Okay, also wenn einer vor mir steht und ich dann hier Plasma zünde, dann ist direkt mein Schild weg. Also das hat mich wahrscheinlich vorhin... Das ist bei mir auch so gewesen. Ich meine, ist ja auch eigentlich richtig so, aber naja. Hier vorne liegt noch Munition. Jo, ich habe im Moment ziemlich viel.
Boah, ich komme gar nicht schnell genug dahin. Ja, vor allem der andere hier hat zwar nicht Dark Angel, aber hat trotzdem auch die Plasmakanone genommen. Und ja, die killen halt immer so viel auf einmal direkt. Ja, okay, da hinten den Punkt einnehmen. Ah, du kannst ja hier in der Mitte schnetzeln, weil genau da spawnen die nämlich jetzt alle. Okay. Munition sehe ich, aber ich habe fast voll. Okay. Wir setzen gerade ein, direkt wieder weg. Ich fand echt, wie die Irren hier mit dem ganzen Plasma immer am Start, aber gut. Ist das halt, ne? Boah, der geht aber gut ab da, der Typ, ne? Mhm. Ja, der weiß genau, wo die spawnen und so. Also der ist auch gerade schon direkt zu dem Punkt gelaufen und so was, also... Mhm. Der macht da 10 Jahre nichts anderes, oder? Ne? Ja. Also die ersten Wellen hier sind ja mal super easy, ne? Jo. Plasma-Kanonen so munitionseffizient sind, ist halt echt krass, weil ich meine, hier mit 2 Devastoren, keiner hat Munitionsprobleme. Mhm. Okay, jetzt kommt das wieder mit den Punkten, meine ich. Müssten jetzt nicht auch die Bosse kommen? Ja, wir sind in Welle 5, also eigentlich. Dann Boss down. Ja, okay, unten ist genau einer. Okay,
Ich bin am Punkt A. Ja, komme ich auch hin. Ich geh in die Mitte. Wo wollt ihr denn hin? Ja, jetzt müssen wir A und B einnehmen, ne? Okay, er steht auf Punkt B, glaube ich, ne? Nee, nicht wirklich. Ich bin auf Punkt B. Ja, ich habe meinen hier schon über drei Viertel. Werden die halt alle automatisch hier niedergeholzt von den Türen. Schutzmaßnahmen eingeleitet. So, aber spannend wird's halt ab jetzt, ne? Ah, der sieht aber ganz cool aus. Muss ich mal angucken. Wart, letzter. Boah, da hat der doppelt so viel Kills. Jo, der ist echt ganz gut abgegangen. Soll ich nochmal den Sturm Space Marine nehmen? Wenn du Bock hast, wieso nicht? Also ich bin wieder Devastor. Mal gucken, was er macht. Also hier geht der Sturm Marine eigentlich auch noch ganz gut klar. Taktischer ist hier auch gut. Das könnte hier schon ein bisschen hakelig gleich werden. Aber jetzt ist ja auch noch der Raptor Hunter mit hier im Spiel. Kann ja eigentlich nichts mehr passieren, der ist ein taktischer. Natürlich
natürlich snackt er sich die Munition. Zum Blood Raven, glaube ich. Ja. Blood Raven ganz geil, das hatte ich in einer der letzten Folgen auch schon mal gesagt. Die sind halt durch das Dawn of War Computerspiel quasi zum Fluff, zum Kanon geworden. Und sowas finde ich ja immer geil, wenn das auch andersrum geht. Also wenn nicht nur das Computerspiel das quasi nachmacht oder nachbaut, sondern auch andersrum sich die Sachen entwickeln. Er steht da oben definitiv besser als ich hier unten, aber was soll's. Ich glaube, in der nächsten Welle müssen wir hier unten Punkt halten. Okay. Geil, Munition. Ah, hast du genommen, brauchst du? Ja. Ja, okay, weil eine. Also ich meine, bei mir geht noch, aber eine brauche ich noch. Ne? Mhm. Hier oben liegt eine. Bei mir. Ja, da latsche ich aber nicht hoch, soll der andere die nehmen. Okay. Weil jetzt kommt, glaube ich, das, wo hier unten der Punkt eingenommen werden muss. Ja, der ist auch schon hier rübergekommen. Manchmal ist das Spiel ein bisschen sperrig, ne? Ist halt nicht das Dümmste, ne? Ja, so ein bisschen mit dem Flipping ist echt ein bisschen schwierig. Ja, jetzt wird's eng hier unten. Komm. Hier ist Munition. Kann man die aufnehmen. Hallo, nimm die Munition. Okay, jetzt aber. Der war geil. Hier ist noch Muni. Nehme ich hier auch mal wieder nach oben. Ja, Muni habe ich jetzt voll. Also hier ist jetzt richtig viel gedroppt. Okay, das ist glaube ich noch eine normale Wave und 10 sind dann, da kommen dann die ganzen Squigs. Tot. Ich habe
da voll Plasma reingehalten gerade. Kann auch sein, dass ich jetzt gefehlt habe. Schön. Jetzt warten auf den Host. Okay, geil. Alle down quasi. Wegen dem Lag gerade. Bist du noch da? Mhm, ich bin noch da. Okay, jetzt haben wir selber gekillt. Ich war eh ziemlich down. Okay, du bist der Letzte. Nicht sterben. Schwierig gerade. Bin unter Dauerfeuer. Spring, 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 kleiner Money. Ja, fuck. Ah, okay, Symeon ist wieder da. Glück gehabt. Okay. Aber wenn die ich alle auf den... raus. So, ich bin da. Ach ne, doch nicht. Hä? Ja, der andere war ja auch down. Okay, da ist die Plasma-Kanone dann natürlich nicht so geil, wenn man immer diese Minimalreichweite quasi hat. Ich muss nicht da sein. Das ist noch ein Boss. Wahrscheinlich fände er eher. Oh fuck. Alter, jetzt sind auch hier diese Nahkampfbosse. Oh, ich muss mal rennen. Ich bin weg. Krass. Voll einer aufs Maul gekriegt. Ich glaub. Bin dann in die Mitte reingesprungen, da war dann. Ja, wenn diese roten Viecher da kommen, das ist immer scheiße dann als Nahkampf, weil die sind so viele dann direkt. Ja. Komm, kleiner Gefechtsmensch, Panzergrenadier, außer weg! Ja, ich muss halt immer echt aufpassen mit der Minimalreichweite. Oh fuck. Ein Leben ist wieder da, setz schnell ein. Jo. So, jetzt kommen die Squigs, also auch da gut in Bewegung bleiben. Weil die ja alle so explodieren. Alarm. Durchbruch auf Ebene 4. Komm, es kriegst du. Geil, der hält da immer schon die Schächte rein, wo die dann rauskommen.
Da kommt Treppe hoch. Okay, aber immerhin geschafft. Ein Leben haben wir noch. Ich weiß auch gar nicht, ob das immer resettet. Keine Ahnung. Frage, wieso der Typ jetzt noch eingesetzt hat. Also für was? Nur damit das Leben weggeht oder was? Keine Ahnung. Ja. So, soll ich beim Devastor bleiben? Ja, oder? Ja, du musst halt überlegen. Also da machst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel. Aber ja, ich nehme den taktischen Space Marine. Ja. Finde ich, ist hier auch ideal sogar. Ach, das hier. Boah, das ist ja so krass. Okay, drei Devastoren jetzt. Symeon ist, hat jetzt schweren Bolter. Okay, und der Raptor Hunter auch. Zwei schwere Bolter hier. Dabei sind die doch hier alle so krass gepanzert, finde ich. Vielleicht kommt es hier ein bisschen auf das Streuen noch an. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht mit den ganzen unterschiedlichen Waffen. Ich hatte hier einmal gesehen, also bei Welle 21 gegen die Dämonen, wo einer mit Laserkanonen die ganze Zeit gespielt hat. Ich weiß nicht, ob die dann... Oh, fuck. Boah, die machen echt viel Schaden, diese Bosse da. Oh, ich bin fast down. Muss mal laufen. Nee, und der mit der Laserkanone hat auf jeden Fall immer richtig rasiert. Kann natürlich auch gut sein, weil gegen die Chaos Marines vor allem, also die ja dann auch in Welle 21 kommen, die haben so viel Rüstung, dass das da dann ganz geil ist. Dass das da durchgeht, ne? Ja. Schießt die Laserkanone dann nicht auch so langsam oder so? Ja, ja, aber dafür halt super stark, ne? Okay, Punkte müssen wir einnehmen. Na, ruhig Munition, ich hab genug. Ja, wir müssen mal zu dem Punkt rüber. Der Symeon ist schon da. Wo der Symeon hingeht, ist ganz gut. Da hat man. Ah ne, okay, der geht da hoch. Weil ich finde, vorne auf der Plattform kann man eigentlich ganz gut kämpfen. Muss man nachher eh, weil man da ständig Punkte einnehmen muss. Munition habe ich genug. Granaten hätte ich gerne ein paar. Jo. Wo ist denn der? Da oben. Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt rübergehen und den Punkt da einnehmen. Lass mal zu ihm gehen, ich glaube, der hat einen echt guten Plan, der Typ. Squicks? Ja. Ja, solange hat er keinen... vielleicht den Bolter.
okay, und weil die hier unten natürlich alles spawnen, ne? Boss. Ja, hier unten haben bei mir auch auf. Fuck. Ah, okay. Ich komme mal wieder da hoch. Versuche ich zumindest. Ich laufe einen kleinen Weg hier. Fuck, runtergefallen. Naja, ich bin bei dir. Gerade auch. Ah, der Raptor Hunter schon wieder fast down. Ah, okay, wir haben aber volle Leben. Da hinten ist eine Granate, die will ich mir mal eben noch snacken. War so gut. Wahrscheinlich schon. Achso, die habe ich gerade genommen. Ja, okay. Also hier der Raptor Hunter, der ist echt nicht wirklich so gut. Oh, Squeaks Boss, Alter, ich muss mal laufen. Ich laufe wieder Richtung Symmion. Fuck. Ja. Ja, ja, komm mal auch mit hier lang gerannt, dass wir wieder da oben drauf stehen. Ich brauche Munition. Fuck, runtergefallen. Aber ich bin ja direkt hier. Okay, hast recht, scheint da oben bei dem Typen ganz gut zu sein. Das heißt, die Dark Angels lassen sich hier von diesem... Ich weiß nicht, welcher Ordner das ist mit dem Totenkopf da drin. Hier, wenn ihr es wisst, schreibt das in die Kommentare. Ja, jetzt müssen wir da hinten zu dem Punkt hin. Fuck, 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 hinter uns spawnen. Ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt. Wäre halt geil, wenn der letzte Typ auch mal hier hinkommen würde. Scheint es jetzt hier genug zu geben, ne? Mhm. Oh shit, fast tot. Ja, ich werde wahrscheinlich down gehen. Ich bin da. Ja, ja, das Problem ist, ich kann nichts aufladen hier. Weißt du, also keine Energie, weil ich die ganze Zeit Hits kriege. Jetzt lädt er langsam. Ja, okay, jetzt geht wieder. Energielevel über experimentellen Parametern bestätigt. Komm zu deinem Charge. Ja, sind die beiden anderen Lappen eigentlich tot? Spasten sind, Junge. Echt, ey. Schön Granaten holen. Hol dir Munition. Ja, ich hab nur Granaten nicht. Hier sind Granaten. Oh, hinter uns auch Boss. Ja, müssen wir laufen. Oh, Junge. Alter, ich hänge hier fest. Ja, an diesem Spasti, an dem Raptor Hunter hier. Weißt du, steht da im Weg und ich kann da nicht vorbeilaufen. Ich wundere mich die ganze Zeit, wieso ich hier festhänge. Was ein Pfosten. Ja, und stirbt natürlich auch direkt wieder. Naja, so, ich bin aber wieder da in 2 Sekunden.
Alter, jetzt komme ich hier wieder nicht weg, doch. Da ist noch einiges hier relevant, ne? Aber sieht ja gerade mal ganz okay aus. Oh. Bosse hier, der Red Hunter schon wieder tot. Alter, noch ein Boss. Meine Fresse, lass mich hier durch. Dein Sergeant rettet dich. Oh oh, jetzt muss der Sergeant laufen. Ja, ich muss auch wieder laufen. Die anderen sind beide tot. Okay, die beiden Bosse sind weg, muss die Folge auch. Okay, haben wir's. Ja. Der Raptor Hunter mit seinen 5 Toten, geil. Ja, aber ist geil hier mit dem Simeon oder so. Ja, der geht ja mal richtig ab, ey. Sieht's aus für die Kills. Ja, okay, das geht diesmal sogar. Weil ich halt voll wenig hab, ne? Oh, kein Death. Ja, der sieht echt geil aus. Der hat auch einen coolen Brustpanzer an, ne? Mhm. So. Und hier? Kommt's drauf an. Also ich bleib bei meinem Devastor. Ich glaube, ich bleib bei meinem taktischen, ne? Ja, taktischer ist, denke ich, am besten. Lass direkt mit dem Symbion laufen. Mhm. Kein Spaß machen. Ich glaube, der hat den Laser genommen. Ja, genau. Geil, so ein bisschen so Vermischung der Universen, aber wäre geil, wenn dann ein Space Marine so ein Laserschwert raus wird. Mhm. Einiges an Gegnern, ne? Ja, ich habe da gerade so ein Plasma-Ding reingekloppt. Laserkanone schneidet hier echt ganz gut durch. Halten die alle? So. Oben. Ich nicht. Ja, ich komme auch. Munition und so rum. Mhm. Irgendwann muss man hier oben Punkt halten, aber auch unten, deswegen. Ah ja, okay, jetzt wohl erst unten. Nee, jetzt erst oben. Okay. Hinter uns. Boss. Pass auf. Wollte ich weg oder irgendwas? Okay, der ist down. Noch
ein Boss. Ich bin tot. Hier Boss und Typen mit Schilde dazwischen. Ja, okay, haben den Punkt. Ich kann jetzt gerade irgendwo kommen. Fuck. Ja, im Zweifelsfall echt immer laufen, sonst. Ja, ich stand da oben so ein bisschen eingeteilt. So, auf jeden Fall mal eben Granaten holen. Boss. Simeon geht runter. Ich glaube, jetzt ist hier der Punkt, wo ich aufstehe. Ja. Halte diese Position. Kommen. Oh, fetter Boss. Oh shit. Down. Boss im Rücken. War sogar zwei. Tja, bis zum ersten Tod lief's gut. Jetzt geht das Gefiede wieder los. Ich werde vom Boss geschossen, glaube ich. Oh, ich sehe nichts mehr eigentlich. Ja, also für so direkt nah dran ist der Plasma-Dings dann nicht so geil, weil sie schießt nicht schnell genug. Alter, ich komme hier wieder nicht weg. Das ist unglaublich. Das ist das manchmal mit dem Clipping. Das ist so ein bisschen... Eine Minute nur noch für den Punkt. Sag mal, wie viel... Fuck, hier ist ein Ultra-Arschloch-Boss. Oh Gott, hier jetzt auch oft mit drauf. Alter, nein, und tot. Ja, ah, nur noch ein Leben, das wird jetzt der Raptor-Spaß wieder nehmen wahrscheinlich. Ja, Simeon auch tot. Okay, ja, dann haut doch mal rein, ne? Los, Sergeant, mach die alle kaputt. Sicher, Junge. Simeon hat das Spiel verlassen, okay. Ja, ist gelaufen. Ja. Ja, krass. Tja, das war auf jeden Fall der... Da füllt einmal die Leaderboards an. Ja. Das war auf jeden Fall der Einsatz der Dark Angels. Alles schön plasmalastig. Und ich muss sagen, vor allem die Plasmakanone ist zwar geil, ist auch sehr geil mit Munition, aber ist auch ein bisschen tricky und ist, glaube ich, auch nicht so meine erste Wahl. Plasmagewehr finde ich persönlich ja super geil. Ist auch immer mein, also als Standardtaktischer nehme ich immer Sturmbolter Plasmagewehr. Finde ich total gut. Und dann in den späteren... Ist cool. Ja, leider geht's ja nicht, dass man zum Beispiel beim normalen taktischen sagen kann, okay, komm, gib mir Bolter, Kettenschwert und Plasmapistole oder so. Das wäre geil, aber nö.
Naja, ansonsten später beim normalen taktischen ist immer natürlich gut, einen Melter dabei zu haben. Aber ja, das war auf jeden Fall mal eine Runde Dark Angels Action. Das heißt, wir hatten jetzt schon Blood Angels, wir haben Imperial Fists gehabt oder kommt noch, je nachdem, Dark Angels. Man könnte noch geil machen Space Wolves, da hast du ja zum Beispiel auch Energieaxt, das passt super dazu. Oder halt beide rennen als taktische rum und man macht wirklich einfach nur Ultramarines und dann nur Bolter und so auf ganz billig. Aber ich denke, das alles ist auf jeden Fall was für eine der nächsten Folgen. Ja, für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Wir hatten definitiv Spaß beim Zocken, auch wenn ein bisschen crank immer ist das Spiel, aber jeden okay, Fall. Ne? Ja, sicher. Ist das halt. Ja. Spaß Marine halt, ne? Ja, klar. Das sieht man ja hier auch immer super im Vorspann, wie der Typ abgeht. Das ist immer geil. Weil dieser Vorspann ist auch so, was heißt Vorspann, aber diese Szene ist auch so geil gemacht. Eigentlich kloppt er ja immer nur die gleichen, ich glaube, 2 oder 3 Orks platt. 3. Aber das ist so geil aneinander, du kannst einfach die ganze Zeit zugucken. Ja. Hier, bam, dem auch wieder. Ja, und funny, das ist auch im Spiel halt sehr, sehr nah dran, ne? Ja. Du kannst halt da 2 Stück da kaputt hauen und dann ballerst du dem einer weg. Den nächsten wieder mit der Schulter rein, dann hier nochmal mit der Pistole. Ja, das haben die echt ganz cool gemacht. Ja. Gut, ich würde sagen, wir sind mal raus und bis zum nächsten Mal. Tschö.